Hallo Sportsfreunde, heute haben wir den siebten Preisflug. Der ist für mich 500 Kilometer circa. Ja. Die Tauben sind heute früh um 7:10 Uhr in Rethel, Frankreich, aufgelassen. Ich denke mal, in der nächsten Stunde könnte was kommen. Wir haben relativ hier bei uns relativ starken Rückenwind haben sie heute. Hier ist schon alles vorbereitet, die Tränke, die Partner, die warten, die sind schon in den Zellen. Bei uns ist heute die Silbermedaille. Schauen wir mal, wie es heute läuft. Ich habe hier zwei Verletzte. Der Torwart hier ist eigentlich recht gut geflogen. Aber ich denke mal, nächstes Wochenende kommt er wahrscheinlich wieder mit. Und ein Weibchen. Hier unten, das. Ich denke mal, das kommt auch nächste Woche wieder mit. Nächste Woche ist, glaube ich, ein W100er. Da waren die jetzt, haben die jetzt 2 Wochen lang passiert. Kommen sie mit. Am Haus trainieren sie schon vernünftig. Und die Verletzung hier bei dem Torwart ist relativ klein. Na gut, da versuche ich die ersten einzufangen. Und mal schauen, wie es heute läuft. So, die erste Taube ist da. Wo ist sie denn? Oh, ist ganz schön windig. Oh, gleich von daher. Oh ja, ein Vorbenannter, die 191. Super, komm rein, Dicker. Komm. So gut gemacht. Ja, die 191. 12:46 Uhr. Hast du gut gemacht, Digga. Die erste für die Medaille ist da. Na, schauen wir mal weiter. Ach, der Belgier ist da, der rote Belgier. Super. Als-Jähriger vorbenannt für die Medaille leider nicht. Schade. Ah, das eine Mal ist er halt eine Nullrunde geflogen. Schade. Fehlen jetzt der eine Preis. Okay, Digga. Super gemacht. Doch, der ist sogar vorbenannt für die Medaille. Ich sehe es gerade. Digga, hast du super gemacht. Zwei da und beide für die Medaille vorbenannt. Sieht gar nicht so schlecht aus. Na, dann schauen wir mal weiter. Die dritte, die ist reingeschossen. Über den Kopf. Ich konnte nicht mal mein Telefon so schnell ziehen. Ich konnte es auch nicht. Ja, wer bist du denn? Die 653. Für die Jährigen benannt. Für die Medaille nicht. Aber ich glaube, man braucht nur zwei für die Silbermedaille. Oder drei. Ich kann es nicht genau sagen. Oh, die ist kaputt. Die ist kaputt. Sie war schon als Jungtier super. Also die hat als Jungtier 3 Preise schon gemacht. Ich glaube, den vierten hat sie einen Hauch nicht geschafft. Ah, es ist sehr windig bei uns hier. Mal gucken. Ich denke mal, die letzten Meter haben sie richtig zu kämpfen jetzt hier mit. Ein Augenblick später. Das Kratztelefon in die Hosentasche. Da kam die nächste Taube. Ich glaube, es ist die 266. Nein. Ja, bis, warte, warte, warte. Jawohl. Die 266. Freut mich, Digga. Letztes Mal ein bisschen gepatzt, aber alles gut. Okay, ist kaputt. Super gemacht.
Saustark. Den habe ich auch vorbenannt. Mein Zettel 266. Also bis jetzt alles nur vorbenannte. Das müsste gut sein. Na, schauen wir mal weiter. Wie viele Tauben haben wir jetzt? Vier. Genau, vier Stück. Einer fehlt noch. Das heißt einer, es fehlen nur noch. Da ist er. Dich habe ich schlecht geredet, mein Freund. Der Vogel kommt immer ein bisschen zu spät. Und heute, zack, der fünfte. Die 102. 104. Oh, hier, die nächste. Jetzt läuft's. Komm rein. Oh, die ist auch noch voll. Das ist die 674. 647, genau. Und da kommt die nächste. So muss es laufen. Schön. Der Dick ist auch für die Jährigen vorbenannt. Kommt, trinkt, meine Freunde. Kilometer. Hier super gemacht. Dein Weibchen wartet schon. Okay. Der Rode, der zeigt sich auch. Der Rode ist auf den kurzen Strecken, wollte er nicht so richtig. Aber umso weiter es geht, umso besser fliegt er. Dann schauen wir mal weiter. Gerade sind noch mal zwei gekommen. Na, komm rein. Piepst hat's schon. Das ist die Mutter zu dem Herbstweibchen, was so gut geflogen ist. Oh, gibt's schon das erste Gezanke. Oh. Die Gott sei Dank haben sie mir das Weibchen gemeldet. Sie sitzt verletzt nähe Dortmund und ich werde sie abholen lassen oder selber abholen. Ich weiß noch nicht, wie ich es hinbekomme, aber die hole ich auf jeden Fall wieder. Ich danke auch dem Züchter, der sie gemeldet hat. Oh, noch eine. Noch eine. Ach, hier. Patscha. Und eine sitzt draußen und will nicht rein. Wir gucken mal, wer das ist. Wer ist da so kaputt? Na komm rein. Die 610. Komm. 10 Stück sind jetzt da. Super. Ja, sehen schon ganz schön. Die haben gekämpft. Die haben gekämpft heute bei der Welt. Die ersten 10 sind da. Ich denke mal, ich mache dann schon das Video bei der Auswertung. Es fehlen zwar jetzt noch der größte Teil, sage ich mal so. Ich habe 31 gesetzt. Wie gesagt, die kommen halt bestimmt noch. Es ist noch nicht so heiß. Ja, Dicker. Das zweite Mal Schlag erster. Super gemacht. Dieses Jahr fliegen die Täuberte besser. Letztes Jahr haben es die Weibchen gemacht, dieses Jahr sind es die Vögel. So, Sportsfreunde, die Auswertung ist da. Das war ein 500 Kilometer Flug. Der ist für mich nicht schlecht gelaufen. Ich fange mit dem 7. Konkurs vorbenannt an. Dann mit dem 15., 19., 25. am 28. Leider hat es für die Silbermedaille nicht gereicht. Ja, bei uns wurde leider nur eine ausgeflogen, weiß ich jetzt nicht warum. Wenn es eine zweite gegeben hätte, hätte ich sie wahrscheinlich gewonnen. Aber naja, von den Verlusten fehlen noch zwei Weibchen und ein Vogel.
Der Vogel ist ein Dreijähriger, da tut es besonders weh. Und bei den Weibchen sind es Jährige. Ja, ansonsten, die Tauben sind heute schon besser drauf. Die waren gestern ganz schön kaputt. Nächste Woche ist ein 400-Kilometer-Flug. Ja, dann sehen wir weiter. Ja, momentan sieht es nicht schlecht aus für mich in den ganzen Meisterschaften. Ich bin meistens immer entweder an erster oder zweiter Stelle. Genau. Die zwei haben diesmal nicht gepatzt. Die zwei Streithähne, fliegen alle beide am freiesten Frühen. Ja. Naja, gut, Sportsfreunde, dann schauen wir mal weiter. Nächste Woche. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.